Es ist viel spekuliert worden. Jetzt ist er da. In der Nacht landete Wolodymyr Selenskyj in Berlin. In der Hauptstadt wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Im Regierungsviertel herrschte höchste Alarmbereitschaft. Ein großes Polizeiaufgebot sicherte das Gelände. Hubschrauber kreisten. Kurz vor 9 Uhr wurde der ukrainische Präsident Selenskyj am Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen. Es gab ein gemeinsames Frühstück, dann trug sich der ukrainische Präsident ins Gästebuch ein und dankte Deutschland für die Unterstützung im Krieg gegen Russland. Ins Buch schrieb er in englischer Sprache: In der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine hat sich Deutschland als unser wahrer Freund und verlässlicher Verbündeter erwiesen, der im Kampf für die Verteidigung von Freiheit und demokratischen Werten entschieden an der Seite des ukrainischen Volkes steht. Von Schloss Bellevue fuhr Selenskyj weiter ins Kanzleramt. Dort wurde er von Bundeskanzler Olaf Scholz mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend kam es zu einem Gespräch unter vier Augen. Gegen Mittag traten beide vor die Presse. Час для дій саме зараз. Ми всі хочемо, щоб ця війна нарешті закінчилась, але закінчилась справедливим і чесним миром. Україна і вся Європа мають бути вільними. Наша територіальна цілісність і безпека так само, як і територіальна цілісність і безпека усіх народів Європи мають бути гарантовані. Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначали завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою. Die Ukraine ist bereit zu einem Frieden. Allerdings verlangt die Ukraine schon zu Recht und völlig mit unserer Unterstützung, dass das nicht bedeuten kann, einfach den Krieg einzufrieren und dass ein Diktatfrieden von russischer Seite formuliert wird. Es handelt sich um einen imperialistischen Angriff auf ukrainisches Territorium. Und der Frieden und die Sicherheit in Europa sind bedroht von der Idee, dass ein mächtiges Land, ein weniger mächtiges Land angreifen kann und sich einfach einen Teil seines Territoriums einverleiben kann. Die Bundesregierung hatte der Ukraine unmittelbar vor dem Selenskyj-Besuch weitere Waffenlieferungen im Wert von 2,7 Milliarden Euro zugesagt. Zum Abschluss des Besuches von Selenskyj in Berlin sind am Sonntag auch Beratungen im Rahmen des Sicherheitskabinetts geplant. Am Nachmittag wurden Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk in Aachen für ihre Verteidigung europäischer Werte bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs mit dem Karlspreis ausgezeichnet. Der Präsident bezeichnete den Preis als große Ehre. Die Gäste feierten Selenskyj mit Standing Ovations.